Rosi. Hm? Ich seh dich. Nein. Rosi. Nein. Doch, doch. Ah, ah. Du kommst jetzt nicht in der Nähe. Hallo. Also. Mann, warum töten die mich die ganze Zeit? So, okay, Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier gerade auf einer Map namens Warm. Also, was? Sprachen lernen, Bubble. Heute, Roblox spielen wir gar nicht so lange rum, aber heute spielen wir mit dem lieben Versteckgamer zusammen. Das Spiel heißt Warm Face. Hallo Versteckgamer, hallo Josie. Hallo. Jeden Sonntag live um 16 Uhr. Auf jeden Fall, Leute, es gibt hier drei verschiedene Zonen, und zwar einmal das große Feld, da kann man sehr viel futtern, da gibt es das PvP-Feld, da kämpft man gegeneinander und ja. Hi Versteckgamer, ich sehe dich, Versteckgamer. Versteckgamer. Hi. Da ist der liebe Santi. Hallöchen, töte mich nicht, okay? Wartet, ich kann mal aufladen. Soll ich mich töten? Nein, oder du sollst mich nicht töten. Was wie Slither.io, Santi? Ja, das ist sowas wie das. Das ist nur in Roblox. Leute, ich habe null Erfahrung mit dem Spiel. Also nicht sterben, Versteckgamer. Versuchen, Leute mich umzubringen, das finde ich jetzt nicht witzig. Das habe ich gesehen, ich bin genau neben dir. Das habe ich gerade gesehen, Josi. Du hast jemanden genau vor meinen Augen gemacht. Oh, Josi. Nein. I'm sorry. Ja. Kann ich rein? Not enough. Nein. Das war einfach nur Karma. Kann das sein, dass ich automatisch sehr hässlich als Wurm bin, oder was? Da, ah, ich sehe Santi. Hallo, Sie. Lass mich in Ruhe. Nein, will nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Warum stirbst du? Hey! Josi, warum stirbst du nicht? Das gegen die Spiele. Lass mich! Was soll das? Lass mich! Okay, lass ich dich. Es geht in diesem Spiel darum, dass wir viele, viele Würmer sind, und diese Würmer müssen immer größer werden, indem sie irgendetwas futtern. Und wenn sie etwas futtern, dann werden sie immer größer. Das sieht man jetzt an mir, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Ding gegessen habe, eine Traube gegessen habe, kann ich... Und das sieht man, glaube ich, da hinten auch. Und außerdem, hier oben steht auch immer, wann man größer wird. Ab 249 werde ich größer. Glaube ich zumindest. Mal gucken, warte. Ja, jetzt bin ich länger geworden, aber jetzt kann man ein Rebirth machen. Das heißt, dass man schneller irgendwelche Sachen futtern kann, und dann kann man auch immer größer werden. Und ich finde, das ist praktisch, dadurch, dass man, desto schneller man größer wird, desto besser ist man schließlich in diesem Game. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel einfach mal mit Josie und Versteckgamer. Josie, Versteckgamer, wie kommt ihr eigentlich gerade klar mit diesem Spiel? Ja, ich bin ganz groß und bin 18, aber ich habe kein Plan, wo ihr seid. Du müsstest vielleicht auch mal ein Rebirth machen, dann kannst du nämlich größer und schneller größer werden. Also ich gehe wieder zurück zum PvP, weil ich bin gerade wieder gestorben. Okay, warte, Josie, ich will mit dir dahin. Josie, wo bist du? Warte auf mich. Wait for me. Es gibt drei verschiedene Zonen. Einmal die Auto-Eater-Zone, dann gibt es einmal Mount Food und dann gibt es einmal PvP. Und einmal diese eine Startinsel. Hier kann man voll friedlich einfach chillen und... Also seine Nuggets chillen und dann einfach alles essen, worauf man Bock hat. In der PvP-Zone, da kann man einfach jeden versuchen umzubringen. Da spawnt das Essen sehr schnell, damit die Leute sich schneller bekriegen können. Auf dem Mount Food, das weiß ich tatsächlich gar nicht, was das ist. Aber beim Auto-Eater, da muss man einfach nur stehen bleiben und man bekommt dann immer automatisch Essen. Wird man auch dadurch größer. Praktisch finde ich aber trotzdem die PvP-Zone, weil man dadurch größer wird. Aber ja. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Das ist eine Nachmache von... Raid.io, Wurm.io, keine Ahnung, wie das heißt. Aber irgendwas mit dem Wurm. Und ja. Ich habe schon wieder wen getötet. Das noch nicht mal mit Absicht. Warum töte ich hier die ganze Leute, ey? Und das Ziel ist, der größte Wurm auf Erden zu sein und einfach jeden zu vernichten. Das ist das Ziel in diesem Spiel. Finde ich cool. Ich liebe es, Leute zu töten. Das ist mein Hobby. Das ist genau mein Spiel, sage ich euch. Sag ich euch ganz ehrlich, das ist mein Spiel. It's my game. Warum stirbt er nicht mal? Oh, ich kann jeden umbringen, außer diesen komischen Typen. So. Und außerdem kann man auch Diamanten essen.
dann tut der Bauch ein bisschen weh, aber man kann sich davon dann ein paar Skins holen und das finde ich cool. Ich will jetzt unbedingt mal hier von diesem Typen weg. Ich konnte ihn töten. Endlich, ich konnte ihn töten. Leute, ich konnte endlich diesen einen unzerstörbaren Wurm töten. So. Aua. Wie hat der mich jetzt getötet? Max Kusumi. Ich bin Platz 8, Leute, und ihr? Platz 4, ich bin Platz 45. Ja, Tatsache. So, was ist das hier? Da kann man nur mit einem Rebirth rein. Das ist dieser Food Mountain. Gehen wir da einfach mal rein. Kann man sich da töten? Bam, okay. Nein? Okay, sehr gut. Das ist eine Friendly Zone. Also. Hier muss man aber 4 springen, ey. Cool. Das ist ja richtig cool. Hier kann man richtig viel futtern. Auf dem Mountain Food Ding, da kann man richtig viel essen. Hä? Hallo? Was war das denn hier? Habt ihr das gerade gesehen, wie ich einfach weggebufft wurde? Ich hab grad. Oh mein Gott. Okay, also ich muss ehrlich sagen, von der Grafik her ist das cool. Nur von dem Platz her und von den Spielern her ist das so ein bisschen zu klein. Also ich finde für, keine Ahnung, 20 Leute wäre diese. Nee, okay. Doch, 20 Leute wäre diese Map extrem gut, aber ich meine, hier sind über 50 Leute drin und das ist einfach, finde ich, zu viel. Also, ich finde, muss sagen, dieses Spiel ist eigentlich sehr witzig gemacht. Ja, genau. Ich meine, das hat also, dieses Spiel erinnert mich an dieses eine Spiel hier, dieses Warm. Wie heißt dieses eine Spiel, was auch nein, nicht ich sag immer Warm.io. Alter! Bin gestorben. Sanover. Oh mein Gott. Ich dachte, da wäre ein Apfel, aber das war ein Hinterteil. Auf jeden Fall, ich muss sagen, das Spiel ist auch eher so in Cartoon gemacht. Also so kommt es für mich rüber. Also das finde ich auch nicht schlimm. Es ist interessant gehalten. Schade ist, dass hier keine Musik ist. Ich glaube, das würde alles noch so ein bisschen besser machen. Dadurch, dass Josie Versteckgamer und ich jetzt hier miteinander reden, ist das ja alles okay. Aber so alleine, ich habe es mal gespielt und das war einfach extrem langweilig. Josi, ich sehe dich. Nein. Nein. Doch. Doch. Ah, ah. Du kommst jetzt nicht in der Nähe. Hallo. Ich bin jetzt irgendwas mit 21 groß oder so. Ich bin 23. Unfair. Diamant, danke. Warte, ich beschütze Josi. Warum stirbt er nicht? Mann! Warum sterben die Leute an meinem Wurm nicht? Mann, warum töten die mich die ganze Zeit? Ich finde das Spiel extrem gut, aber das Ding ist halt, es ist keine Musik da, also es ist so ein bisschen langweilig. Das Spiel hat noch so seine Bugs, ist okay, aber die Map ist viel zu klein für die ganzen Leute, die hier sind. Und ja, wie ist denn eure Meinung? Ich bin gestorben. Ja, also die Meinung zum Spiel ist halt okay. Also, wenn man jetzt Punkte vergeben müsste, dann würde ich so sagen, wäre bei 6 oder so gewesen. Ja, 6, 5. Du hast deine Punktzahl. Also ich finde so, es geht so. Es ist jetzt, also alleine zu spielen ist es ein bisschen. Und wenn man das halt zusammen mit Freunden spielt, ist es eigentlich ganz okay. Es geht eigentlich so Spiel. Von der Grafik her finde ich es echt witzig.
Ja, same. Von der Bewertung her wäre es eine 6 von 10 bei mir. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal spiele, dann müsst ihr mir das auf Instagram sagen. Wir wollen dieses Spiel spielen. Ach so, Leute. Ich wollte ein Projekt ankündigen. Es ist ein sehr großes, spannendes Projekt. Es wird sehr, 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 sehr interessant, hoffe ich. Also für mich ist es ein sehr interessantes Projekt. Es ist sogar ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich werde ein Projekt starten mit ein paar anderen Leuten. Wir sind insgesamt zu viert. Es wird ein sehr spannendes Projekt. Es geht ums Weltall. So viel sage ich schon mal. Es ist ein sehr interessantes, spannendes Projekt. Es geht um Monster, es geht ums Weltall und um mehr will ich noch gar nicht sagen. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Ich sag nur, es wird extrem interessant. Also, das kann ich sagen. Das darf ich sagen. Es ist ein Minecraft-Projekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber es ist ein Minecraft-Projekt. So. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like dafür da. Dann würdet ihr das Projekt auf gar keinen Fall verpassen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, vertraut mir. Ich bin Santi.